Ich erspare uns direkt mal alle Wortwitze mit saftigen oder satten Preisen und mache es kurz. Auswärtsessen ist super teuer geworden. Das spüren wir vermutlich alle. Wer soll sich das leisten können? Na, am besten alle. Restaurants sind nämlich wichtig für unsere Gesellschaft. Sogar Schnellrestaurants wie McDonald's sind wertvoll für uns alle. Warum? Darüber spreche ich heute mit meinem Spiegelkollegen Basti Maas. Ich bin Lara Schulcenk und das ist Shortcut. Basti, du entwickelst Rezepte zum Kochen ohne Kohle für den Spiegel. Aber Restaurant ohne Kohle ist vermutlich schwierig. Ist quasi fast unmöglich für die meisten Menschen, ja. Also auf dem Land gibt es kaum noch Restaurants oder die haben nur noch selten auf. In der Stadt sind sie oft zu teuer. Also die meisten Menschen können sich das einfach nicht leisten. Warum das nicht so sein sollte, darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Vordergründig geht es ja bei Restaurants eigentlich um Sattwerden. Man will dahin was snacken, danach geht es einem gut irgendwie. Aber du sagst, die haben auch was mit der Gesellschaft zu tun. Was denn? Also es gibt so ein bisschen dieses Konzept des dritten Ortes. Das heißt, dass man neben dem Zuhause, dem ersten Ort und dem Arbeitsplatz oder der Uni, der Schule, dem zweiten Ort, noch was haben muss für ein erfülltes Leben, wo man halt hingehen kann, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, um sich mit anderen Menschen zu treffen, um zu diskutieren, um irgendwie auch mitzuwirken, sei es nun in Gesprächen oder tatsächlich an irgendwelchen Entscheidungen. In früheren Zeiten waren irgendwie auch Kirchen dritte Orte für Menschen. Wenn man jünger ist, dann kann es auch ein Jugendzentrum sein oder der örtliche Skatepark. Bei mir im Dorf war es die Bushaltestelle. Und war die zumindest überdacht? Die war überdacht, genau. Aber es gab halt nicht so viel, wo man hingehen konnte, da hat man sich da getroffen. Und wenn man aber eben erwachsen ist, dann ist es halt oft ein Lokal, also eine Gaststätte, ein Café, eine Kneipe, wo man hingeht, um eben sich mit anderen Menschen zu treffen. Und wenn man arm ist, hat man eben die Möglichkeit oft nicht. Und wenn es dann keinen staatlich organisierten dritten Ort, irgendwie eine Bücherei oder sowas gibt in der Gegend, wo man sich zumindest mit anderen Menschen austauschen kann, dann bleibt man alleine zu Hause und ist einsam. Okay, das heißt, für die einzelne Person ist es irgendwie von Nachteil, weil die kommt, auf gut Deutsch gesagt, mal nicht raus von zu Hause. Aber was bedeutet das denn für die Gesellschaft? Das heißt, dass ein großer Teil der Gesellschaft einfach nicht am öffentlichen Leben teilnehmen kann. Wenn man sich so ein bisschen die Statistik anguckt, dann sieht man, dass ungefähr 30% der Menschen seltener als einmal im Monat essen gehen. Ungefähr 16% gehen nie essen. Und ein weiteres Drittel der Menschen geht ungefähr einmal im Monat essen. Wenn man bedenkt, was für einen großen Anteil irgendwie Restaurants und Cafés am Stadtbild haben, dass da eben nur ein kleiner Teil der Gesellschaft sich überhaupt trifft. Mhm. Und viele Leute können sich das einfach nicht leisten. Seien es Azubis, seien es Rentner, seien es Studis, seien es Bürgergeldempfänger. Ich erinnere mich nur daran, wie ich in der Uni war und zum Teil zu wenig Geld hatte, um in der Mensa essen zu gehen. Und das sollte ja eigentlich schon drin sein als Studi, vor allem das günstigste Essen irgendwie an dem Tag, aber selbst das war nicht drin. Und dann gehen deine Kommilitonen essen und du aber nicht. Und du bist halt nicht Teil davon. Und irgendwann fühlst du dich halt immer weiter ausgeschlossen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf andere Dinge aus, wie die politische Einstellung, auf die Einsamkeit, Depression, psychische Erkrankung, all das spielt ja natürlich mit rein. Jetzt mal sehr zugespitzt gefragt, als ich kann mir leisten, ab und zu ins Restaurant zu gehen. Warum interessiert mich das dann, dass sich andere das nicht leisten können? Ja, genau. Also die Aussage, die ich dann auch öfter mal höre, ist, naja, ins Restaurant gehen ist halt Luxus, ist doch egal, wenn man das nicht macht. Und gerade aber die Tatsache, dass es gar nicht mehr so viele Orte gibt, an die man hingehen kann in der Stadt, weil eben alles durchkommerzialisiert ist. Und wenn du kein Mitglied bist von irgendwas, dann kannst du vielleicht nicht in den Sportverein gehen. Mhm. Du kannst aber auch nicht zum Fußballspiel gehen, du kannst auch nicht ins Kino gehen, du kannst nicht ins Theater gehen. Und all diese Angebote, die es gibt, sind nur für Menschen mit Geld da. Und wieso Restaurants so teuer sind, dazu habe ich mal Zahlen vorbereitet und mitgebracht. Mein Lieblingsdönerladen hat kürzlich über Nacht die Preise erhöht, von 6 auf 7,50 Euro. Aua. Aber das ist völlig normal für Auswärtsessen. Eine Hauptspeise im Restaurant ist in den letzten 4 Jahren knapp 30% teurer geworden. Das heißt, wo ein Gericht mal 18 Euro gekostet hat, muss man jetzt etwa 23 Euro zahlen. Schuld sind nicht etwa Restaurantbetreiber, die sich jetzt die Taschen voll machen. Im Gegenteil, die Branche hat gerade hart zu kämpfen. Läden schließen, weil das Geschäft mit der Liebe, die durch den Magen geht, sich für viele nicht mehr lohnt. Die Corona-Krise, Energiekrise, Inflation, gestiegene Lohnkosten,
Die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz von 19% und Mieten fressen Restaurantbetreiber zum Teil regelrecht auf. Seit 2020 haben bundesweit etwa 48.000 Betriebe geschlossen und 6.100 einen Insolvenzantrag gestellt. Das zeigt eine Studie der Wirtschaftsauskunft Kreditreform. Experten rechnen damit, dass sich die Entwicklung sogar noch fortsetzen werde. Die preisbereinigten Umsätze und Erträge lägen trotz Preiserhöhungen unter dem Niveau vor der Pandemie. Wer kann sich das denn jetzt noch leisten? Gibt es irgendwie eine Lohngrenze, wo man sagen kann, ab da ist es möglich, essen zu gehen? Das hängt natürlich sehr stark von den Lebensumständen ab und auch, was für Kosten man an sich so hat. Und auch, wie genau man das gestalten möchte, das Essen gehen. Also man kann es vielleicht schaffen, als Student oder als Studentin auch essen zu gehen, einmal im Monat, irgendwie schick. Aber vielleicht haben die Eltern auch mehr Geld und geben einem noch was zu. Vielleicht hat man eine super günstige Wohnung. Also es ist sehr unterschiedlich. Deshalb kann man nicht genau sagen, so viel Geld braucht es. Was man sich anschauen kann, ist so ein bisschen die generellen Ausgaben, die Haushalte in Deutschland so für Gaststätten und Beherbergungsdienstleistungen ausgeben. Und so ein Haushalt gibt im Monat durchschnittlich 177 Euro aus dafür. Ich finde, das klingt erstmal viel. Das klingt viel, genau. Vor allem, wenn man bedenkt, dass für den Punkt im Bürgergeld nur ungefähr 14 Euro vorgesehen sind. Das heißt, eine Person, die Bürgergeld empfängt, hat 14 Euro im Monat für Gaststättendienstleistungen und wird es aber natürlich nicht dafür ausgeben, weil erstens kannst du damit nicht essen gehen und zweitens wirst du wahrscheinlich durch die gestiegenen Preise, weil Strom musst du auch selbst bezahlen und die gestiegenen Lebensmittelpreise eher das Geld dann noch für dein Essen oder Strom ausgeben, als damit irgendwie am Ende des Monats noch dick essen zu gehen. Das heißt, wie kommen diese 177 Euro zustande dann? Naja, wenn man sich vorstellt, dass eine Familie einmal im Monat essen geht, dann ist das Geld eigentlich auch schon fast ausgegeben dafür. Ne? Mhm. Wenn du noch irgendwie ein Kind hast oder zwei Getränke dazu, also das ist ja für jemanden mit irgendwie Azubi-Gehalt oder so, für eine Rentnerin, gerade ältere Frauen haben auch extrem Armutsprobleme aktuell, halt einfach unbezahlbar. Mhm. Und was würdest du sagen, also es ist irgendwie eine komische Frage, aber wie oft sollte man essen gehen können oder vielleicht auch in eine Kneipe, in irgendeinen gastronomischen Betrieb? Es gibt so eine Definition, dass Menschen in Deutschland von erheblicher materieller oder sozialer Entbehrung betroffen sind. Einer dieser Punkte, der dafür erfüllt sein muss, ist, dass man weniger als einmal im Monat essen gehen kann mit Freunden und Familie. Das heißt, einmal im Monat sollte für ein durchschnittliches, okayes Leben eigentlich schon drin sein. Viele Menschen, wenn man sich die Statistik anguckt, gehen aber weniger als einmal im Monat essen. Das Bürgergeld würde das dann ja aber auch nicht lösen mit den 14 Euro, also dass man nicht essen gehen kann, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Also man hat für Lebensmittel im Supermarkt ungefähr knapp 200 Euro im Monat pro Person. Das heißt 50 Euro pro Woche. Die Lebensmittelpreise sind natürlich auch in den letzten Jahren stark gestiegen. Wenn man sich das anschaut, wie stark das gestiegen ist, geben die meisten Leute mehr als das, was sie für Lebensmittel im Bürgergeld zur Verfügung haben, für Lebensmittel aus. Das heißt, sie nehmen das aus anderen Bereichen dann raus. Sei es das, was sie für Kultur, für Freizeit oder eben für Gaststättendienstleistungen zur Verfügung haben. Das heißt, die Menschen können, weil sie alleine schon so hohe Lebensmittelkosten haben zu Hause und Lebenshaltungskosten, gar keine Freizeitangebote mehr nutzen und natürlich auch nicht rausgehen. Gibt es denn Hoffnung auf einen Trendwechsel, also dass Restaurants vielleicht wieder ein bisschen günstiger werden oder der Lohn steigt oder irgendwas? Kannst du uns Hoffnung machen? Ja, ich mache natürlich gerne Hoffnung und es ist natürlich schwierig, irgendwie in die Zukunft zu gucken. Aber wenn man sowas wie die Mindestlohnerhöhung sieht, dann ist das für die Gastronomie natürlich ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits haben die Gastronomen dann noch mehr Kosten, die sie für ihr Personal ausgeben müssen. Andererseits haben Menschen in niedrigeren Lohnklassen aber auch dann vielleicht ein höheres monatliches Einkommen, um vielleicht auch mal wieder essen gehen zu können. Mhm. Aber grundsätzlich wird sich das über solche Maßnahmen wahrscheinlich nicht alleine regeln lassen und müsste größer gesellschaftlich angefasst werden. Wie oft geht ihr denn eigentlich im Monat essen? Schreibt uns das doch mal bei Spotify oder YouTube in die Kommentare. Und dann lass uns mal da drauf gucken, was denn aktuell schon irgendwie passiert, um mehr Menschen Restaurantbesuche zu ermöglichen. Ich denke da immer an meine Oma und bin auch deswegen so ein bisschen auf das Thema überhaupt gekommen, weil die ganz oft vom Aschinger in Berlin früher erzählt. Das war ein riesiger Gastronomiebetrieb, zwischendurch der größte in Europa. Und sie betonte immer, dass da dann auch die einfachen Leute Mittagessen gehen konnten.
Und seitdem habe ich so ein bisschen, irgendwie halte ich die Augen auf, aber jetzt zum Beispiel in Hamburg oder auch in den anderen Städten, in denen ich gelebt habe, habe ich sowas noch nie irgendwie wahrgenommen. Gibt es sowas noch? Ja, das gibt es auf jeden Fall noch. Ein schönes Beispiel dafür ist die ADA-Kantine in Frankfurt am Main. Da sind Ehrenamtliche, die mit Spenden viermal die Woche Essen anbieten für Bedürftige und für Menschen auch einfach, die sich das nicht so leisten können. Also es müssen nicht irgendwie Obdachlose sein, sondern auch Studis, Rentner oder Menschen, die anderweitig halt ein geringes Einkommen haben. Und die Ehrenamtlichen kochen da für so 200 Personen ungefähr. Und da kommen eben Menschen zusammen, die ansonsten keine Möglichkeit hätten, rauszugehen in ein Restaurant, weil sie sich das nicht leisten können. Und man kommt natürlich auch ins Gespräch miteinander. Das ist eben nicht nur, hier bekommen Leute was zu essen, sondern auch, hier bekommen Leute eben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Aber bezahlen die Leute da dann selbst das Essen vor Ort? Nee, es ist dann kostenfrei. Mhm. Weil, also ich frage mich auch, ob das nicht so ein bisschen was mit so einem Gefühl zu tun hat von ich gehe jetzt hier hin und kann mir das eben leisten, so wie du meintest. Ja. Ne? Das ist da dann ja trotzdem leider nicht gegeben. So. Genau. Also die Grundfrage ist, glaube ich, auch, wenn man sich dieses gesellschaftliche Problem anschaut, dass es so viele Menschen gibt, die sich kein Essen gehen leisten können. An welchem Punkt oder auf wen schiebt man das Problem quasi ab und wer soll sich darum kümmern? Möchte man, dass der Staat sich darum kümmert, dann gäbe es natürlich Möglichkeiten, über die wir reden können. Man kann es auf die Privatwirtschaft abschieben und sagen, Restaurants könnten ein günstiges Mittagessen anbieten zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt auch, wenn man sich ein schönes Beispiel anschaut, das ich in Irland, wo ich neulich Bildungsurlaub gemacht habe, kennengelernt habe, da gibt es ein Restaurant, das heißt Happy Pear. Und die bieten ein kostenloses Essen an, nämlich Porridge. Immer ein sehr gesundes Porridge mit Früchten und anderem Obst und Nüssen und sowas drin, wo Menschen einfach hinkommen können und sich da halt dieses Porridge holen. Und wer dann noch einen Kaffee trinken möchte oder die anderen guten Lebensmittel da irgendwie kaufen möchte, der macht das. Aber du hast dann da so einen Ort, wo alle irgendwie erstmal zusammenkommen. Es gibt einen Anreiz, dahin zu gehen durch dieses kostenlose Essen. Und die Leute kaufen natürlich aber auch noch mehr, wenn sie es können. Und es ist von der Privatwirtschaft, nämlich von diesen zwei Unternehmern organisiert. Das ist natürlich schön. Und das trägt sich auch. Also, weil wir haben ja jetzt gerade von den Restaurants gehört, die reihenweise schließen. Ja, das trägt sich, also bei denen trägt sich das gut, aber die sind dann auch Social-Media-Persönlichkeiten und haben Kochbücher rausgebracht und sind in Fernsehsendungen aufgetreten und so. Also, das ist dann natürlich auch Teil der Marketingstrategie. Das könnte sich sicherlich nicht jedes Restaurant irgendwie leisten, einfach noch ein kostenloses Essen anzubieten und seien es Pommes oder so. Und dann kann man natürlich aber auch, wenn man nicht staatlich und nicht privatwirtschaftlich das organisieren möchte, sagen, das muss die Zivilgesellschaft selbst machen, also Ehrenamtliche. Und ich finde das okay. Sowas, also die ADA-Kantine zum Beispiel in Frankfurt, die ich angesprochen habe, ist ein tolles Projekt. Aber das überall nur auf Ehrenamtliche abzuschieben, ist natürlich auch eigentlich für den Staat extrem peinlich. Aber gibt es denn auch Alternativideen von der Politik? Also irgendwie irgendwelche Ansätze? Ich habe vor einiger Zeit ein Interview geführt mit einem Herrn von der Diakonie, der dort im Bereich Beteiligung von Menschen mit Armutserfahrung arbeitet. Was heißt, dass er halt Leute, die mal arm waren oder immer noch arm sind, mit an den Tisch holt, um sie in Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Und die haben so ein paar interessante Wege entwickelt, wie man eben Essen für mehr Menschen zugänglich machen könnte und auch dieses Gemeinschaftsgefühl stärken könnte. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie das Unternehmenskantinen und die andere große Kantinen in Kasernen zum Beispiel oder von Schulen, dass die nach ihrem eigentlichen Betrieb noch weiterlaufen und dann für die Nachbarschaft quasi geöffnet sind. Sodass Menschen, die in der Gegend wohnen, dann auch halt in die Kaserne gehen können oder in die Schule gehen können, um da halt sich was zu essen abzuholen. Und wenn man eben staatlich da eingreifen würde und dafür sorgt, dass es eben Schulkantinen gibt, in denen gesundes, anständiges Essen serviert wird, dann könnte man die eben auch weiterlaufen lassen nach dem Schulbetrieb und dann vielleicht für die Nachbarschaft öffnen. Das finde ich eine total schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Dann müsste ich irgendwie im Homeoffice auch nicht kochen und könnte an so einem Ort auch mehr Leute aus dem Viertel nochmal kennenlernen. Ja, genau. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt würde dadurch eben viel stärker entstehen, weil man Leute kennenlernt, mit denen man sonst vielleicht gar keinen Kontakt hätte. Und dafür ist eben auch diese ADA-Kantine wieder ein gutes Beispiel, weil da eben dann Rentnerinnen und Studierende zusammenkommen, Geflüchtete und Obdachlose und eben auch einfach alle irgendwie mal gemeinsam miteinander sich unterhalten können und dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht, was man sonst nicht hätte, weil man nur mit seiner eigenen Bubble abhängt oder weil man halt zu bestimmten Orten ansonsten keinen Zugang hat, wo andere Leute sich eben aufhalten und mal gemeinsam
einfach am Tisch zu sitzen und zu essen, ist halt so mit das Beste, was man machen kann. Weil dabei vergisst man dann eben auch schnell, dass es irgendwie politische Unterschiede vielleicht gibt oder religiöse Unterschiede oder so. Weil wenn man zusammen isst, das hat irgendwie immer was Magisches. Und das sorgt, glaube ich, insgesamt für mehr Frieden und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Was für ein Schlusswort. Ich fasse jetzt aber nochmal zusammen, was bei mir aus unserem Gespräch hängen geblieben ist. Restaurants machen mehr als einfach nur satt. Sie ermöglichen Menschen mal rauszukommen, sich zu begegnen und das Leben zu genießen. Als sogenannte dritte Orte, also Ergänzungen zum Zuhause und zum Job, sind sie wichtig für unsere Gemeinschaft. Es ist also nicht bloß etwas Luxus, der wegfällt, wenn Restaurants für große Teile der Gesellschaft unbezahlbar werden. Und das passiert ja gerade. Gastronomen kommen durch Inflation und Mieten in Bedrängnis, müssen ihre Preise erhöhen. So ist ein Hauptgericht auswärts seit 2020 im Durchschnitt knapp 30% teurer geworden. Das heißt, wo ein Gericht mal 18 Euro gekostet hat, muss man jetzt 23 Euro in etwa zahlen. Währenddessen ist die Inflation höher als die Lohnentwicklung. Deshalb müssen viele sparen und kürzen dann als erstes bei Extras wie Restaurants. Also sind gute Ideen gefragt. Zum Beispiel könnte man Schulkantinen nach dem Regelbetrieb fürs ganze Viertel öffnen. Da könnten dann Leute auch mit kleinem Geld satt werden und zusammenkommen. Vielen Dank, Basti. Sehr schön, dass du da warst. Und du entwickelst ja eben Rezepte für den Spiegel unter dem Motto Kochen ohne Kohle. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes, damit das alle sehr günstig und lecker nachkochen können. Ja, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß beim Nachkochen dann. Sehr schön. Vielen Dank und tschüssi, ciao und bis zum nächsten Mal.